Jo, Leute. Ja, willkommen zu meinem nächsten Retro-Laptop. Wobei das hier mittlerweile gar nicht mehr so retro ist. Das ist schon ein relativ neueres Stück. Wie man sieht, auch sogar schon von Lenovo, ein ThinkPad. Weil IBM, also die ThinkPad-Sparte von IBM, die wurde später an Lenovo abgedrückt. Und ja, dementsprechend stammt das Ding schon aus der Zeit. Ist also definitiv ein neuerer Laptop. Was hier drauf war, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich trotz mich aber nicht abzumachen, weil hinterlässt Klebespuren. Ich schätze mal, das war damals ein Inventarisierungssticker. Sieht zumindest typisch aus. Das Ding ist von meiner Schwester. Von dem habe ich den nämlich. Klappen wir. Achso, nee, halt erstmal gucken wegen Ports. So, vorne haben wir den WLAN-Switch und einen Firewire-Anschluss. Ein guter alter. Dann einmal Kopfhörer-Mikrofon. Und das war's an der Vorderseite schon. Der ist doch nicht so dick. Der ist relativ slim, der Laptop, weil, ne, schon moderner, klar. Hier haben wir den Akkuschacht. Und das CD-ROM-Laufwerk. Irgendwie kommt mein Handy mit der Belichtung nicht klar. Zu dunkel. Und dann haben wir hier einmal einen USB 2.0 Anschluss. Auf der Rückseite auch wieder ein füllender Akku, weil ja, ich habe keinen funktionierenden Akku zu diesem Gerät. Hier sieht man sogar schon die ganzen Symbole. Die sehen wir dann gleich. Ansonsten haben wir hier diesen wunderschönen proprietären Drecksstecker. Das heißt, wenn da irgendwann mal das Netzteil abbraucht, hat man immer schon Freude, dann Ersatznetzteil zu finden. Danke dafür. Und hier haben wir dann die restlichen I/O-Ports. Da haben wir einmal VGA. Ja, ist mein Bildschirm zu hell oder was? Ah, so geht es einigermaßen. Genau, also oben VGA. Dann haben wir wieder Modem und LAN. Und nochmal USB 2.0. Wobei der rechte Stecker, ihr guckt nicht schief, da fehlt wirklich das Plastikteil. Das ist verloren gegangen. Und dann haben wir hier wieder zweimal PCMC. Oh nein, nur einmal. Eine PC-Karte. So, genau. Unten haben wir hier ein bisschen versteckt auf den Docking-Anschluss. Wobei ich auch zu dem Laptop keine Docking-Station habe. Ansonsten Festplatte. Können wir mal kurz hier reinschauen. Ich glaube, an den Arbeitsspeicher kommt man von hier oben gar nicht ran. Da muss man die Tastatur abbauen. So. Aber hier so wunderschön. Wunderschönes Ding, was man nach oben wegklappt. So. Und dann kommt man da mittels einem wunderschönen Ding hier. Kann man den Festplatte rausziehen. Das ist schon eine neue Festplatte, das ist nicht die originale, die da eingebaut war. Ich weiß gar nicht mehr, weil, wie gesagt, das Ding hatte meine Schwester und davor hatte es jemand anderes und davor hatte es jemand anderes. Und davor gehört es einer Firma. Von daher ist die Festplatte, die Originalfestplatte, schon lange weg. Aber das hier ist ein, jetzt muss ich lügen. Ach, da unten steht's. Sticker. 160 GB Karte. Karte sage ich schon. Festplatte. Von Western Digital. Und ja, macht einen guten Zweck. Funktioniert. 160 GB völlig ausreichend. Das ist auch der erste Laptop, wo tatsächlich kein Windows drauf ist. Sondern noch meine Ubuntu-Installation. Und genau, das so erstmal zur Hardware. Dann schauen wir uns mal das Innenleben an. Mal diese komischen Verschlüsse hier. Die drehen. So. Hier auch schon ganz neu mit diesem typisch Lenovo ThinkPad Design. Ne, die blaue Sync-Taste und auch die Enter-Taste ist blau. Also ne, diese Akzentfarben von Lenovo oder von ThinkPad allgemein. Das war ja schon auch damals zur IBM-Zeit, war es ja auch schon diese Akzentfarbe mit dem Blau. Modellnummer ist T400. Und ja, wie gesagt, innen sieht sie noch wunderschön aus, also guter Zustand, gut erhalten. Beinhaltet ein Intel Centrinon Tritralala und Windows Vista. Warum hat mein Handy so Probleme, scharf zu stellen? Hm.
Naja, auf jeden Fall Windows Vista Original, Intel Centrino. Und ja, das erstmal zu den hardware-seitigen Eigenschaften. Ich weiß gar nicht, wie schnell der Prozessor ist, etc. pp. Und ich glaube, ich habe da aktuell 8 GB Arbeitsspeicher eingebaut. Nicht, weil ich es brauche, sondern einfach nur, weil ich die gerade rumliegen hatte und der Laptop das unterstützt. Also von den technischen Daten ist es schon, wie gesagt, ein wesentlich modernerer Laptop. Ist also eigentlich kein Retro-Laptop, aber ist halt trotzdem älteres Modell. Und hat natürlich auch, wie gesagt, schon 64-Bit-Prozessor, sprich also auch moderne Betriebssysteme laufen hier drauf. Hier war sogar mal schon mal ein Windows 10 drauf. Und ich glaube, ich habe sogar schon mit Windows 11 rumgespielt. Wie gesagt, aktuell ist hier Ubuntu drauf. Und das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Von daher, bis dann.